Hallo, grüß euch, willkommen in Absurdistan. Heute haben wir wieder Sonntag. Ich glaube, der 15. Mai 2022. Ja, ich bin wieder auf dem Weg zum Mozartplatz. 14 Uhr haben wir wieder Demonstration. Wie ihr gesehen habt, ich habe einen Abstecher zur Polizei gemacht. Ja, warum? Vor einer Woche habe ich einen USB-Stick abgegeben an Herrn Inspektor. Weil da wegen dem Wasserattentat und wegen dem Eierwurfattentat ich Videomaterial gesammelt hatte, wo man die Leute ganz genau erkennt, wer das alles verursacht hatte. Und das habe ich dann eben auf einen USB-Stick drauf gespeichert. Vor einer Woche da in die Rathauspolizei abgeliefert, den Stick. Dann hat der Herr Inspektor gesagt, er spielt's rüber und die kann man dann gleich wieder abholen. Ja, eine Woche später gehe ich hin, meinen Stick abholen. Dann sagt bei mir, der Herr Inspektor ist noch immer nicht dazugekommen. Das Beweismaterial, ja, zu sichern für den Herrn Staatsanwalt. Naja, ich habe ihnen dann gesagt, nächsten Sonntag komme ich wieder. Meine Reise mag einen Haxen aus und werde mich dann jetzt unter die Woche da in die Stadt bequemen. Außer es gab was Wichtiges zum Tun, gell? Somit, schöner Einstieg zu unserem neuen Spaziergang, zu unserem demonstrativen Protestmarsch. Wenn ich noch in Dutten bin am Mozartplatz und wenn es da mal so richtig losgeht, ja, dann steigen wir wieder mit euch ein. Ja, vielleicht könnt ihr noch erwähnen, heute ist der große Marathonlauf in Salzburg. Die Stadt wurde großräumig abgeriegelt, ich musste mit dem Bus circa 10 Stationen früher aussteigen und dann zu uns in die Stadt rein. So machen wir nicht nur am Spaziergang unseren Marathon, sondern schon ein bisschen früher. Okay dann, freut mich, dass ihr dabei seid. Schauen wir mal, was uns heute wieder alles erwartet. Ob wieder mit Wasserschläuchen auf uns geballert wird oder mit Eiermunitionen auf uns geschossen. Naja. Ich würde bei den Antennen in einer Stelle mal ein bisschen anders überlegen. Baba, bis gleich. Beim Parteitag irgendwie los. So viele Menschen bedeutet aber auch so viele Viren. Das ist uns aber total gleich. Schön, dass alle da sind. Ja, grundsätzlich hätte ich gesagt, viel ist nicht zu sagen, weil es geht ja eigentlich tatsächlich, ich pfeife ein bisschen, wo muss ich hin? Okay. Man muss ja eigentlich nur bemerken, es ist ja ein echtes Wunder und ein Beweis dafür, wo wir in diesem Land stehen, wenn unser Herr ehemaliger Innenminister, seines Zeichens verantwortlich für einen Terroranschlag, dann ungewählt ins Kanzleramt gehievt, regiert von seiner Frau, betrunken mit seinen Cobra Libre Beamten, jetzt mit 100%iger Stimmauslastung zum Parteioberguru gewählt wurde. Also davon kann ja sogar der eine oder andere in Korea, der dafür noch Waffengewalt grundsätzlich einsetzen muss, wirklich nur träumen. Und es zeigt einmal mehr, dass die Schweden mit ihrer Bewertung über dieses Land durchaus recht haben. Also so keine liberale Demokratie mehr und so weiter. Und ich weiß, ich muss mir jetzt einen Mund mit Seife auswaschen, weil ich habe Schweden gesagt und offiziell gibt es das ja gar nicht mehr. Ich meine, die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, dass diese selbigen Schweden, egoistisch wie sie sind, nicht ausgestorben und so, tatsächlich Österreich ein bisschen überholt haben, was das durch den Lockdown kommt, was die Lebenserwartung angeht und so weiter. Aber wie gesagt, ich werde mir den Mund jetzt mit Seife auswaschen, bevor wir dann losgehen, weil ich habe Schweden gesagt. Aber ich möchte unserem Kanzler zu seinen 100% gratulieren und ich hoffe, dass auch alle, die da jetzt ihren Kaffee im Halbschatten genießen oder im Schatten, sich darüber freuen, dass Österreich weiter auf Kurs bleibt. Nicht so wie dieser komische polnische Panzer, der in Oberösterreich bei einem neutralen Transport ganz ohne Kriegsbedeutung in Ort einfach vom LKW gefallen ist und auf der Autobahn. Es ist alles gut in Österreich, es ist alles wunderbar. Und die paar Neppen, die beim Sonnenschein jetzt nicht im Kreis laufen, sondern einfach spazieren gehen und Handel rumzutragen und die Allgemeinheit darauf hinzuweisen, dass vielleicht was nicht wunderbar ist,
ja, die kehren einfach in Lager gesperrt. Gell? In diesem Sinne, danke an unseren Kanzler! Danke, Ritschi. Von mir auch nochmal herzlich willkommen und danke, dass bei dem wunderschönen Wetter, wenn wir doch ein bisschen später anfangen, noch erschienen seid. Die Polizei hat uns zugesichert, dass wir um 3:15 losgehen können, also in 4 Minuten. Wenn noch jemand etwas sagen möchte in der Zwischenzeit, dann wäre das jetzt der optimale Zeitpunkt. Sehr geehrte Freunde, ich möchte mich die Kollegen anschließen da. Die Universität Göteborg hat befunden, dass Österreich nur eine Wahldemokratie ist. Also, man darf wählen gehen und sonst heute guschen. So schaut's aus. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass wir den Namibia in den Medien auf 31. Stelle zurückgerutscht sind, weil die Medien ja so objektiv berichten und gleich alle, als die dagegen sind, die eine andere Meinung haben, als rechtsradikal bezeichnen. Aber trotzdem machen wir weiter. Danke. Was das Ranking über die freie Presse und die Qualität unserer Medienlandschaft angeht, hat der Vorredner natürlich völlig recht. Die Geschichte ist allerdings, was er nicht gesagt hat, dass wir Schwurbler, wir Aluhüte, wir Rechtsextreme, wir Bildungsferne, wenn ihr die Liste weiter fortsetzen wollt, schaut einfach an, was der Dr. Sebastian Barmena dazu sagt oder was der Herr Kogler, wenn er nicht gerade seinen Chauffeur losschickt, um in Tiefgaragenautos zu schrotten, dazu sagt. Tatsache ist es so, diese Medienfreiheit ist ja nur so schlecht, weil es da eine Partei gibt, ich nenne sie immer liebevoll die österreichische Verbrecherpartei. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und die Kurzform für alle, die es noch nicht wussten, ist ÖVP. Da ist es jedenfalls so, dass die halt so ein bisschen so ein paar Anzeigenskandale und so hat. Ich habe mir auch sagen lassen, das ist aber nur in Vorarlberg. Also bei uns im restlichen Österreich ist alles gut. Und Tatsache ist, wirklich, wirklich bedenklich ist auch nicht das mit diesen Anzeigen und diesen gekauften Medien, sondern wirklich bedenklich ist, dass eben die Aluhüte, die Rechtsextremen, die Schwurbler und so weiter, also kurz um wir ja die Presse immer so attackieren. Also wenn wir jetzt unsere übliche Runde drehen, ja, dann bitte steigt regelmäßig über so einen Kadaver von so einem OJ24-Typen, den wir letzten Sonntag niedergemetzelt haben, oder über so einen SN-Vertreter, der irgendwo am Gartenzaun hängt, am Galgen oder so, bitte drüber. Ja, also wir sind tatsächlich die schuld sind, dass die Meinungsfreiheit in Österreich eingeschränkt ist, und wir sind schuld an der schlechten Presse. An dieser Stelle hätte ich gesagt, grüßen wir dann einmal den ORF, der uns letzthin in einer Stellungnahme als Mutbürger tituliert hat. Danke dafür! Also Leute, der ganze Lockdown, der ist ein Betrug. Weil wir haben einfach zu viel uns gefallen lassen. Und ich möchte mal auf eure Unterschrift zurückkommen. Also wenn ihr zum Beispiel vom Gericht einen Brief bekommt, der maschinenlesbar ohne Unterschrift kommt, das ist ein Entwurf und der ist nicht gültig. Und die ganzen Sachen, die was ihr auch nicht unterschrieben bekommt, das sind nicht gültig. Ihr müsst mal ein bisschen kritischer werden, wenn ihr irgendwelche Schriftstücke kriegt oder sowas. Ja, weil ihr seid nämlich keine Personen, ihr seid Menschen. Also Menschen, Männer und Weiber. Und ihr habt ein Recht und ihr tut praktisch diese Person, die die Republik Österreich oder die Bundesrepublik Deutschland rausgibt, mit Leben erfüllen. Wir leben hier in einer Staatssimulation. Und es ist wichtig, dass ihr das mal, ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber nur die anderen wissen das nicht. Wenn ich so manche Urteile lese, wo Leute abgeholt werden mit einem Haftbefehl, der nicht unterschrieben ist, dann möchte ich doch gerne mal das Original sehen, was in der Akte liegt. Ja? Und das sind also wichtige Themen. Ihr müsst aufpassen, was ihr unterschreibt. Und immer wenn ihr unterschreibt, immer mit im Auftrag,
oder bei A.R. Weil ihr seid nur der Vertreter der Person, nicht, ihr haftet nicht persönlich als Mensch für diese Sachen, die ihr alle unterschreibt, wo ihr sagt, die Unterschrift, und die Unterschrift ist wichtig, weil die Unterschrift, wenn man sie richtig benutzt, ist eine Waffe. Das wollte ich nur sagen, und darauf baut auch diese ganzen Verordnungen, die sind nämlich alle nicht unterschrieben. Also sind sie mit Entwürfe und sind ungültig. Das wollte ich noch sagen. Vielen Dank. Wir beginnen jetzt mit unserem Demospaziergang. Alle Trommler bitte zu mir. Alle Trommler bitte zu mir. Roman. Hey, alle Trommler bitte hierher.